Würde gerade zu sein, oder? Für sein Verhältnis, ja. Ihr solltet euch schon mal setzt euch auch schon wieder. Nehmt euch hier Platz, macht euch den Sitz schön warm. Ah, okay. Ich hab noch einen Bonbon, den lutsche ich noch eben auf. Ja, ich weiß, aber die Jungs müssen natürlich erst einmal sich hinsetzen und sich bereit machen. Ich pack den Bonbon nicht weg. Da renne ich nur nicht rum, so wie die, ne? Ja. Yeah. Simulator Championship. Wir haben ein neues Team. Ihr seht also hier schon Unifarben, nur mit ihren, was sind das, deine Twitch-Name oder was ist Lukas 1936? Ja, genau, Name. Lukas 936, okay, das ist auch nicht so. Wie spricht man das aus? AGs oder AGS? AGS. Also Arges Sonnenschein Dorfkind an dieser Stelle. Vielen Dank, Dankeschön. Ich habe sehr lange dafür geübt. Und ihr ja sicher auch. Snickers, würde ich jetzt mal fast wetten. So ein 50 Cent Ding. Da fehlt nur die große Kette hier mit diesem Dollarzeichen. Doch, dann wäre es auch ziemlich cool. Die ist zu schwer. Ja gut, da kannst du natürlich nicht richtig spielen. Aber ihr habt ja lange geübt dafür. Und was ist eure Strategie? Oder noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das könnte man dann abmachen. Na gut, also er will es uns nicht verraten. Wir sollen uns also überraschen lassen. Ich denke, das machen wir doch jetzt auch gleich, oder? Na toll. Was sagt ihr? Ein Applaus bitte für Arges Sonnenschein! So, die Jungs haben 10 Minuten Zeit, um 20 Strohballen zu pressen und auf einen Wagen in der Mitte dieses Feldes zu laden. Wir dürfen also jetzt schon einsteigen und ab dem der erste der Jungs hier die gelb-schwarze Linie passiert, geht es los. Der Zeit startet 10 Minuten. Ihr entscheidet selbst, wenn ihr losspielen möchtet und dann geht die Zeit schon los. Also, die sind im Teamspeak angemeldet, das heißt, sie können miteinander kommunizieren über ihre Headsets. Ja, das hört also sonst keiner. Hier noch Strategiebesprechung. 10 Minuten ab jetzt haben die Jungs Zeit, hier dieses Feld erst einmal abzuräumen, die Strohballen zu pressen und sie dann natürlich möglichst akkurat auf die Mitte des Feldes, auf diesen Anhänger zu laden. Ich bin sehr gespannt. Ich frage gleich mal hier im Publikum, was die davon denken. So, ich habe hier einen anderen AGs Sonnenscheiner bei mir. Jetzt aber ganz ehrlich, wie lange haben die jetzt dafür geübt? Sie haben schon ein bisschen geübt, sie haben sich auch die Map ein bisschen angepasst und die Strohfragen so hingelegt, dass es mit dem Ertrag auch passt. Und haben dann quasi geübt. Ich war selber nicht aktiv mit dabei, weil sie sich immer schön in den eigenen Channel verkrümelt haben, aber sie haben schon sich da taktisch angesetzt, wie sie das am besten lösen wollen. Und ich bin mir dazu versichtlich, dass wir auch eine Zeit hinlegen. Achso, ungefähr eine Zeit-Tipp für uns. Ich denke mal, 4, 5 bis 6 Minuten sollten auf jeden Fall. 4, 5, 6 Minuten ist natürlich ein breites Band, aber wir werden natürlich gleich mal sehen, wie sie sich machen. Wir gucken hier auf die Karte. 1 Minute vergangen, 2 Strohballen sind jetzt schon drauf, ist also ein sehr guter Start. Aktuelle Tagesbestzeit 6 Minuten 35.
Wochenbestzeit 5 Minuten 53. Dafür muss man sich natürlich etwas beeilen. Aber wie der junge Mann auch gerade schon sagte, die haben sich gut vorbereitet in einem eigenen Channel. Wir fragen mal vielleicht noch jemanden, der nichts mit den Leuten zu tun hat hier. Was denkst du als außenstehender Profi? Wie lange werden die hier wohl brauchen? Ja, ich bin überhaupt kein Profi. Ich gucke das jetzt zum ersten Mal und finde das ziemlich interessant. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Dann eine Laienmeinung. Was schätzt du, wie lange werden die brauchen? 4,5 Minuten. 4,5 Minuten ist wahnsinnig schnell. Guck mal, du bist Praktiker, oder? 12 Minuten. 10 Minuten ist maximal. Danach ist das Spiel vorbei. Zehn Minuten, ganz glatt. Das wäre natürlich sehr schade, denn die würden weder den Tages- noch den Wochensieg hier mit nach Hause nehmen. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie das ganz anders planen. Aktuell haben sie schon 5 von 20 Strohballen hier auf dem Wagen. Und das sah gerade gefährlich aus. Das ist auch eine interessante Art zu stapeln. Anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Man muss natürlich auch den Platz gut ausnutzen. 20 Strohballen gehen gar nicht so einfach da drauf. Guck mal, das hatte ich schon 2 Minuten 25 und die stapeln ja auch so ein bisschen verrückt. Denkst du, die schaffen das überhaupt? In welcher Zeit? 6 Minuten, ja. Jetzt schmeißen wir hier schon den ersten runter. Das darf natürlich nicht passieren, aber 2 Minuten 38 sind erst vergangen. Also hier ist noch etwas Zeit nach oben offen. Was würdest du jetzt hier den Jungs denn als Tipp geben? Was sagst du, da müsst ihr unbedingt drauf achten, damit hier nichts schief geht? Man sollte halt vorher gut planen und dann mit dem Team generell sich erstmal absprechen. Oder Rohstapel kannst du mal auch mal da drauflegen. Ja. Du meinst du, die schaffen das? Ja, sie geht Taktik in der Zeit. Nicht unter der Tageszeit oder der Wochenzeit? Unter der Tageszeit. Nicht unter der Tageszeit. Das hieße, dass sie es nicht mal schaffen würden, heute den ersten Platz zu belegen. Wir bleiben gespannt. 3,5 Minuten sind vergangen. Noch sehe ich da hinten leichte Schwierigkeiten hier im Schieben. Ganz so leicht sieht das nicht aus. Man muss natürlich hier, oh, das sieht gefährlich aus, ganz gefährlich. Hier ist die Problematik, dass man von Anfang an natürlich auch sehr akkurat stapeln muss, da man sonst am Ende, so wie hier natürlich auch, die Strohballen wieder verliert, mitten im Spiel, 2 Stück wieder runter, schade. 4 Minuten aktuell hier schon vergangen, 5 Minuten 53 sind die Wochenbestzeit, 6 Minuten 35 die aktuelle Tagesbestzeit. Das Publikum ist gespalten. Niemand redet. So viel Stille hatten wir noch nie am Stand. Oh, es schmeißt ja schon wieder einen runter. Ich glaube, das war so nicht geplant. Das Problem ist, ja, da fallen gleich 3 Stück. Oh, das ist ärgerlich. Das Problem ist natürlich hier, abdem man einen Fehler gemacht hat, verliert man oft die Ruhe und dementsprechend leider sehr viel Zeit, indem man hier Fehler macht. Was sind bei Krone? 4 Minuten 49, hier ist noch alles offen. Allerdings müssen die sich hier etwas ins Zeug legen, wenn sie denn die Bestzeit des Tages oder die Zeit der Woche hier schlagen wollen. Noch ist es möglich, 5 Minuten 5, 5 Minuten 53 sind die Wochenbestzeiten. Was ist mit dir? Was denkst du? Guck mal, 553 Wochen Bestzeit, haben wir 16 Strohballen gestartet. Meinst du, die schaffen das? Du darfst dir übrigens gerne nochmal lächeln. Hi. 553. Ja, 5 Minuten 53 sind sie bei 33. Wenn sie das nicht schaffen, hätten sie noch die Chance, 16,25 zu schaffen. Das ist die Tagesbestzeit und es wäre immerhin ein Tagessieg. Aber sie haben jetzt hier schon 20 drauf bei 5,44. Jetzt müssen sie nur noch rausfahren. Wollen wir ihnen einen kurzen Applaus geben? Vielleicht schaffen die es ja schneller. Dann machen wir das doch! Ein Applaus! Ah, ist mir einer runtergefallen. Trotzdem ist der Applaus für euch hier als Motivationszugabe. 6 Minuten
Ihr habt noch 25 Sekunden bis zur Tageszeit. Danke für deine Einschätzung. Super. Das war's. Scheiße. Mann, so nah dran. Das ist wirklich sehr ärgerlich, wenn man hier durch Kleinigkeiten natürlich sich den Sieg selber verbaut. 6 Minuten 19, also ein erster Platz des Tages. Ist es dann jetzt nicht mehr, aber es wird ein sehr guter zweiter Platz. 35, wieso? Gucken wir, welche Zeit gleich hier stehen wird. Los! 6 Minuten 33! Ja, ich sehe leicht enttäuschte Gesichter. Was macht er denn jetzt? Zeit ist natürlich vorbei. 6 Minuten 33 ist hier die Endzeit. Ihr könnt es dann gleich nochmal ausprobieren. Sag mir doch mal bitte, was ist jetzt passiert? Es hat angetreten, um die Bestzeit zu schlagen. Was ist falsch gelaufen? Ja, es läuft wirklich nicht so wie zu Hause. Zu Hause läuft es besser, flüssiger, das Spiel allgemein. Vielleicht auch ein bisschen die Aufregung. Aber schade. Ihr habt euer Bestes gegeben. Hat er natürlich recht. Ich frage noch eben den nächsten Kollegen, was er denn dem nachfolgenden Team als Tipp mitgeben würde. Lass uns doch gleich mal darüber laufen. So, Dorfkind. Schade, wirklich. Es tat mir, also mir tut es sehr leid, denn ihr hattet wirklich Potenzial, hier alle Rekorde bisher zu schlagen. Was würdest du dem nächsten Team sagen? Was müssen die besser machen als ihr, damit die wirklich hier den Gesamtsieg nach Hause holen? Man darf nichts erwarten. Also man muss einfach try not to try, ja, alles ganz easy und langsam angehen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ihr dürft alle drei nochmal zu mir hier nach vorn auf die Bühne kommen. Schade. Das nächste Mal vielleicht doch mit der Dollarkette, ja. Das ist eure Bühne, das ist euer Applaus. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr bekommt auch eine Tüte von uns und ein Foto in der Tüte enthalten, eine aktuelle Ausgabe der Elite, also Profi, Entschuldigung, und eine aktuelle Ausgabe der Start. Darin enthalten auch ganz viele Informationen über den Landwirtschaftssimulator und das neue Ende, das jetzt kommt.